Hier, meine lieben Freunde, guten Tag, willkommen aus München. Wir gehen jetzt mit dem lieben Herrn Paluten auf die Wiesen. Und ihr seht vielleicht, dass Palle mir eben Strümpfe geliehen hat, die vielleicht nicht hundertprozentig zu meinem Outfit passen, aber wir werden das auf jeden Fall ändern. Ja, was machst du da? Ich ziehe meine Snoopy-Socken aus. Ich weiß, die sind schön und die haben auch Anti-Rutschbeschichtung. Danke dafür, Paluten. Gut, sind natürlich jetzt ziemlich lang und wahrscheinlich auch ziemlich warm. Thomas, ich weiß ja nicht, also... So, Freunde, ich krieg's nicht hin, Alter, ich lass einfach sein. Wir sind jetzt hier, wir warten auf den Herrn Paluten, nachdem ich jetzt meine kratzigen Strümpfe angezogen habe und ich sehe, wie viele Menschen hier sind und wie unglaublich laut es ist. Hat's ein bisschen was vom Kölner Karneval. Will sie jetzt nicht vergleichen, um Gottes Willen, bevor ich jetzt hier Anfeindungen halte. Wir warten jetzt auf den wunderbaren Herrn Luten, der als Stadtmensch hier auskennt, und ich hoffe mal, dass wir die Kamera mit reinnehmen können. Falls nicht, Thomas, du weißt, was das heißt, du musst das Ding irgendwie reinschmuggeln, ne? Und du hast nur eine Körperöffnung, die so groß ist. Ja, dann geh ich nach Hause. Super, bis gleich. Leute, schau mal, wie ich gefunden habe, Alter. Paluten ist hier. Meinst du, ich kann bei dir schlafen? Ja. Geil. Ganz kurz, du müsstest zuerst pinkeln, dann essen und dann gehen wir auf so eine Attraktion. Also ich hatte den Plan, wir essen alle richtig, richtig viel und dann gehen wir auf eine Achterbahn und übergeben uns richtig, richtig viel. Mach aus. Hör auf jetzt. Hallo. Da gehen wir drauf, oder? Du kannst mit Thomas. Aber ich will. Darf ich? Mann! Nein! Was schmeckt denn schlecht? Was sind das für Dinge? Der Grill. Nee, danke. Oh, die sind noch warm, Alter. Was hast du dir geholt? Macadamia. Alter, ich hab Mandeln. Und was hast du? Eine Kammer. Noch gar nichts, Alter. Ich brauch auch was. Tschüss. Full Cup. Darf ich Cup? Ja. Okay. Darf ich Cup? Ja, geht. Geil. Tschüss. Das sind die besten Mandeln, die ich jemals gegessen habe, wirklich. Hey. Die ich jemals gegessen habe. Thomas, leg dir wieder zu. Thomas. Thomas. Hallo. Auch geil? Okay. Boah. Stark. Die Nüsse sind ja auch gesund, ne? Ja. Qualität. Mit Zucker innen drin ist immer gesund. Hast du was bestellt? Ich habe gerade bestellt mit Zimt und Zucker auf. Super. Leute, wir gehen gleich erstmal auf ein Gefährt, auf die Welt im Haus und so. Dann essen wir, dann gehen wir wieder auf ein Gefährt. Dann essen wir, dann übergeben wir uns. Essen, gehen auf ein Gefährt. Wird geil. Ich möchte gerne meine Mutter grüßen. Hallo Mama. Boah. Seit wann ist es zu Thomas Rock geworden an der Stelle? Ja, weil er cooler ist als du. Aua. Ich bin super, ich find's geil. Was hast du innen drin? Zimt und Zucker. Oh. Immer basic einfach. Geil. Okay, Jungs. Servus. Servus. Kein Foto machen? Auf jeden Fall, warte. Super. Das perfekte Foto. Wir kommen wieder zu dir, Thomas. Ganz ehrlich, wenn hier ja, Revi seine komischen Fotos machen muss. Hast du Bock auf diese ganzen Fahrgeschäfte? Auf die krassen? Nee. Wieso nicht? Nee. Da, wo dein Markt so richtig schön umgeht. Erstmal brauche ich jetzt deine Wertung von 1 bis 10. Warum sagen die immer Servus zu einem? Das heißt doch Hallo, oder? Revi, das ist nicht mehr dein Block. Hör auf die, Thomas, wir machen hier einen professionellen Test. Aber die sagen Servus zu mir. Das heißt doch Hallo und nicht Tschüss. Nee, das ist wie mit Moin Moin. Moin Moin sagt man ja auch nicht zum Auf Wiedersehen. Ah, doch, man kann es auch. Moin Moin. Ich verstehe gar nicht, ich will zurück nach Köln. 4 von 5 möglichen Krebs. Oh, das ist eine große Leistung. Kann ich jetzt meinen Vlog wieder haben, oder? Ja, hier bitte. Hi. Halle, ich fordere euch zum Ballonwerfen-Wettbewerb raus. Wettbewerb? Ja, ich zahle auch. Okay. Wir legen am Ende zusammen, kaufen schon was richtig geiles Kuscheltier, damit ihr einen schönen Tag habt. Geil, Alter. Das ist das Netteste, was du jemals gemacht hast. 28, Alter. 800. So, das müssen wir erstmal hier aufteilen. Jeder kriegt 40. 14, das ist ein Deiner. Und jetzt müssen wir alle auf das Zweite. Das liegt schon mal super. Das liegt schon mal super. Ja, wir sind drauf. Eins. Zählen Sie mit? Ja. Hallo, wir sind schon. Zwei, ja, Mann. Der war schön, ja. Wir haben uns nichts gerade angeregt. Ah, der war vorbei. Der war gesniped. Kein 1, Entschuldigung, kein 1. Oh, verpasst.
Moment mal, die titschen von den Ballons ab. Jetzt streng dich mal an, wie willst du mir davon was kaufen? Dafür gibt's nichts. Mann! Halleluja. 12 Dinger. Boah, Digga, das kann doch nicht wahr sein. Digga, 3-2 gewonnen. 3-2 gewonnen. So. Und dabei den Schlüsselanhänger? Wir brauchen nur einen. Ja. Ein für Thomas. Thomas, was hättest du denn gerne? Thomas, so eine Schlange? Guck mal. Möchtest du eine kleine Schlange haben? Also Leute, das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Ich glaube, er ist zufrieden. Was haben sie noch? Guck mal hier, Thomas. I love your Herz. Die Schlange, du musst dich jetzt entscheiden. Nehmen wir die Schlange, Thomas? Ja, die Schlange. Dankeschön. Kann man die so biegen? Ja, die kann man biegen. Das hat sich ja gelohnt. Jetzt haben wir dir für 10 Euro eine Schlange gekauft. Danke. Ich bin damit fertig mit meinem Vlog für heute. Absolute Geldverschwendung. Weißt du, das Ding ist bei diesen Kirmesbuden, ich bin immer sehr skeptisch. Es macht zwar Spaß, aber man kommt im Endeffekt nicht. Man bekommt im Endeffekt nie was. Doch wie beim Schießen, alles Schummelerei hier, alles krumm, dies, das. Einzig Wahre ist die wilde Maus. Da gehen wir jetzt drauf. Woo! Meinst du, wir kommen uns auch in 14, wenn wir uns ersparen, wir 1,50 Euro? Ja, das hat wirklich weh. Jetzt mal ohne Witz. Du musst gut festhalten, ja? Nö. Alter. Ich bin immer noch von dem Schlag in meinen Rücken. Das fällt dein Rücken. Ah. Die helle Angst. Hui. Okay, aufstehen. Ja. Und aufstehen. So Leute, das waren 20 Euro. Mein Rücken ist damit offiziell kaputt, aber ich habe eine witzige Idee. Und zwar kann ich die Schlange aus meiner Hose gucken lassen. Ciao. Pass auf, komm mal mit, komm mal ganz mit, Halle. Oi. Wir essen das jetzt und dann gehen wir da drauf. Damit wir uns richtig schön übergeben. Cheers. Genau die dumme Idee, nach diesem süßen Zeug ist mir richtig übel. Pass auf, ich gebe dir kurz meine Tasche. Was soll ich denn noch alles nehmen? Meine Würde. Komm nochmal wieder, wenn ich... Ja, du bist gerade extrem nah am Objektiv dran. Bezahle kurz, dann komme ich wieder. Okay, danke. Hier ist einfach wirklich schlecht schon, aber es wird geil. Ja, okay, viel Spaß, Jungs. Die Idioten. Das war ein guter Deal. 9 Euro für dieses Stück Plastik. Geil, da können wir ja wieder gehen, ja. Dachte ich mir, ja. Kannst ja. Du sicher wegpacken? Ich gehe noch ein bisschen näher dran. Ich gehe noch ein bisschen näher danke, in dein Schattenmull. Du bist ein super Kameramann. Bist du ja, danke. Ich bin echt froh, dass du dabei bist. Ja, kein Problem. Sehr gerne. Thomas. Ich bin ein bisschen beladen hier. Ja, ja, vor allen Dingen niemand sieht, dass ich so schwer tragen muss. Hier eine Tasche, hier eine Kamera, hier eine Sonnenbrille. Und dann kriegst du noch eine Kamera. Danke, oh Gott. Hast du alles? Alter, ich fühle mich ein bisschen wie Spider-Man. Genau, Mandelman. Tschüss. Okay, viel Spaß. Kannst du noch was nehmen? Ja, ich nehme gerne noch was. Warte. Super. Oh, ja gut. Das Mitnehmen von Gegenständen, die bei der Fahrt verloren gehen könnten, ist verboten. Deswegen haben wir dir alles dir gegeben. Ja, ich freue mich. Nicht, dass er verloren geht. Oh, okay, ja. Fazit? Viel krasser als gedacht. Ich hab geheult. Ihr saht sehr ins. Das können die ja nicht bringen, Alter. Das war echt heftig. Erstmal Haare machen. Digga, es geht halt so krank hoch. Dann schiebt sich nochmal, dann macht sich Überschlag und dann snappt er nackt und plötzlich hab ich nur noch Wärme gesehen. Kann ich ein Superschatzherz haben? Hast du schon. Also, Leute, wir gehen jetzt auch zusammen. Fliegen in das Zelt rein, weil wir kommen da nicht rein. Wir sind nicht gewünscht im Zelt, aber wir gehen jetzt noch zusammen in die Lage. Dann trinken wir vielleicht noch ein Bier und dann sehen wir uns ja, wahrscheinlich gar nicht mehr wieder. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Kommt in Halle vorbei, der hat auch ein tolles Video hochgeladen.
Ja.